Und nach Florian Silbereisen melden wir uns. Herzlich willkommen zum Brisant Samstag. Auch der ist bestimmt durch Corona. Was droht Deutschland nun? Wie sich unser Leben jetzt verändert und was wir wissen sollten? Das beschreibt wahrscheinlich für viele das Lebensgefühl heute an diesem Tag zum Start in dieses Wochenende. Nach den Entscheidungen und Maßnahmen in den vergangenen Stunden zum Coronavirus gibt es jetzt ganz viele Fragen. Einige haben wir da gerade schon gehört zum Start in unsere Sendung. Und wir werden versuchen, heute möglichst viele hier in Brisant zu beantworten. Und wir wollen Ihnen einen Überblick geben über die Situation heute. Denn viele haben jetzt Ängste und Sorgen. Die muss man natürlich ernst nehmen. Und gerade kleine Unternehmer, Selbstständige fürchten, das wird jetzt eine schwere Zeit. Das sind die akuten Sorgen jetzt zum möglichen Stillstand. Wir müssen uns wohl alle daran gewöhnen, dass sich jetzt ganz viel verändert im Stadtbild, auch in der Freizeit. Dass Eltern zum Beispiel die Kinder jetzt zu Hause haben und dann natürlich auch dort selbst unterrichten müssen. Aber wichtig ist natürlich gerade jetzt sachlich und ruhig zu bleiben, wir alle. Und auf das zu schauen, was wirklich ist und das, was es heute zu berichten gibt. Ja, so gehen die Berliner mit so einer Situation um. Ist ja gut, wenn man den Humor nicht verliert. Wovor Mediziner und Experten uns warnen, uns alle, ist, das ist der Grund für all diese strengen Maßnahmen, dass wir hier erleben, was Italien schon durchmacht, nämlich deutlich steigende Zahlen an Erkrankten. Und deshalb ist man auch so bemüht darum, jetzt diese besonderen Maßnahmen zu ergreifen, auch wenn sie für uns alle Anstrengungen bedeuten. Michael Kadereit, der ist Reporter für das Erste und erlebt und arbeitet in der Lombardei. Und er versorgt uns schon die ganze Woche von dort mit Informationen und Bildern, auch zur Lage heute. Und er hat in einem kleinen Örtchen gedreht und dort einen sehr kämpferischen Bürgermeister getroffen, der uns warnende Worte schickt. Das gilt für uns alle gerade. Und Sie haben gemerkt, auch die Arbeit unserer Reporter hat sich sehr verändert. Auch die müssen jetzt zumindest in Italien Abstand halten. Wir gucken weiter. Auch für alle Österreicher verändert sich das Leben gerade. Und das tut es schlagartig. Österreich hat strenge Maßnahmen durchgesetzt. Restaurants sind jetzt erstmal geschlossen. In Bars kann man nicht mehr gehen. Veranstaltungen gibt es auch nicht mehr. Nur das Nötigste funktioniert jetzt. Dazu, und das trifft eben auch die Urlauber, wurden zwei Gebiete unter Quarantäne gestellt. Quarantäne, das Wort hören wir jetzt ganz viel, ganz oft. Die Frage ist, was heißt das nun ganz konkret für alle, die noch dort sind oder auch für die, die jetzt aus diesen Gebieten kommen, also für Urlauber, die aus Österreich vielleicht zurück auch nach Deutschland wollen. Ja, zurück in Deutschland. Das kann inzwischen ein besonderer Weg sein. Wir wollen jetzt noch mal sprechen mit Danko Handrik, der diesen Film heute für uns gemacht hat. Der ist jetzt in Prag. Er steht dort an der Karlsbrücke. Und ich sehe, da ist auch ein bisschen Leben. Prag ist ja eine Stadt, die sehr gern besucht wird von Touristen. Wie hat sich das Bild der Stadt verändert jetzt in diesen Zeiten? So kann man diese besondere Situation auch nutzen. In Deutschland gibt es ja nun Empfehlungen, die ausgesprochen wurden. Wir sollen Sozialkontakte, wenn es denn geht, vermeiden. Wie ist das in Tschechien? Wie erleben Sie dort die Situation? Was wird dort empfohlen? Konsequenzen, die folgen. Jetzt muss ich Sie noch mal persönlich fragen. Dürfen Sie denn als Korrespondent nach Deutschland wieder ausreisen oder bleiben Sie in Prag? Wie wird das gehandhabt? Gerne für uns dort. Passen Sie auf sich auf. Dankeschön. Danke, Handrik, in Prag. Ja, ganz besondere Eindrücke dort heute von dort. Wir schauen weiter. Es gibt Menschen, die haben sich auf diesen ganz besonderen Fall, den wir jetzt alle gerade erleben, auch ganz besonders vorbereitet. Das ist, das müssen wir jetzt unbedingt dazu sagen, kein Modell, das wir empfehlen wollen. Aber es zeigt, dass Menschen diese Situation jetzt sehr unterschiedlich wahrnehmen und vorbereiten. Das ist Dominik, den wir da sehen. Und der könnte monatelang durchhalten, ganz allein. So gut hat er sich vorbereitet. Andere, und das muss man auch mal sagen, leiden schon jetzt unter der Krise. Das sind zum Beispiel die Tafeln. Die bekommen nämlich immer weniger Lebensmittel, weil viele hamstern. Zwei sicherlich sehr extreme Seiten dieser aktuellen Situation. Wir gucken auf die Promis. Corona macht auch vor denen nicht Halt. Inzwischen gibt es auch den ersten Prominenten, der infiziert ist. Die Queen empfängt jetzt keinen Besuch mehr. Sicherheit geht vor. Und Heidi Klum will sich testen lassen. Zu alledem jetzt. Wir starten mit ihm, Johannes Bekerner. Der mahnt uns alle, jetzt bloß sachlich zu bleiben. Und das ist gut, dass er das so sieht. Denn er ist der erste deutsche Prominente, der sich mit Corona infiziert hat und das nun auch veröffentlicht hat. Aber es geht ihm gut, sagt er. Er bleibt aus Sicherheitsgründen erstmal zu Hause und hält Abstand und bedankt sich beim Pflege- und Krankenhauspersonal. Das also von ihm. Es geht ihm gut. Gute Nachrichten. Viele andere merken einfach jetzt, dass sich gerade ganz viel verändert. Wenn Bühnen schließen, Shows ausfallen und dann eben nichts mehr läuft wie normal.
Ja, das mit dem Alleine-Lachen zu Hause, das müssen wir jetzt alleine schaffen. Dankeschön an Olaf Schubert und die anderen Künstler, die dazu gesprochen haben. Es ist eine unruhige Woche. Zwei Trennungen gibt es heute auch noch zu vermelden. Die haben aber nun ausnahmsweise mal wirklich gar nichts mit Corona zu tun, sondern mit zwei sehr privaten Entscheidungen, die den einen oder anderen sicherlich überrascht haben. Jetzt erst recht sagen wir, es geht natürlich auch für uns in dieser Sendung darum, gerade jetzt junge Künstler und Promis auch weiter zu unterstützen. Das heißt, wir wollen sie Ihnen vorstellen. Und dazu gehört auch diese wunderbare junge Frau. Sie ist Sängerin, sie ist Model, sie war Platz 2 bei Heidi Klum, haben wir ja gerade gesehen. Und für viele ist sie die Frau mit der Chance auf eine echte Riesenkarriere. Und deshalb haben wir uns gedacht, krallen wir sie uns jetzt noch mal. Hier ist Juliana Townsend. Tolle Frau mit einer guten Botschaft. Ja, liebe Zuschauer, das war das, was wir Ihnen berichten wollten an diesem Samstag, da stündlich so viel passiert in Deutschland zum Coronavirus. Ja, wir müssen zusammenhalten, wir sollten ruhig bleiben. Das ist, denke ich, die wichtige Botschaft für uns alle heute. Wir gucken jetzt mal weiter zu den Kollegen, denn gleich kommt ja auch noch der Sport nach den Nachrichten. Und eigentlich sollte heute der 26. Spieltag stattfinden, aber auch im Fußball ist eben nichts mehr, wie es mal war. Deshalb, da sehe ich dich schon, liebe Jessie. Hallo nach Köln. Was macht ihr denn nun, Sportschau ohne Fußball? Das klingt auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, wir wollen alle diese Antworten unbedingt gleich hören und schalten ein, wenn es gleich bei dir soweit ist. Dankeschön, Jessie. Danke. Dranbleiben also unbedingt. Punkt 18 Uhr legen die Kollegen los mit dem Sport in Köln. Ja, wir wünschen Ihnen einen guten Abend. Brisant gibt es natürlich nächste Woche wieder, 17.15 Uhr. Und jetzt Nachrichten und Sport. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Thank you.